So, lieber André, für 2000 Euro kannst du tatsächlich anonym im Gegenwert eine Unze Gold und 4 Silbermünzen dazu bekommen. Das ist halt die Grenze aktuell und mehr geht anonym leider nicht. Aber es ist schon spannend, was man für so ein paar Scheine an Edelmetall bekommen kann, oder? Ja, absolut. Und damit begrüße ich euch herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Nicht irgendjemand, sondern mein Neffen Peter Stagge. Und wir reden über, ihr könnt es euch schon denken, das Sortengeschäft. Ihr wisst ja, der Staat hat das reduziert, erst von 15.000 auf 10.000, jetzt auf 2.000 Euro. Und deswegen freue ich mich heute mal mit einem richtigen Experten, nicht nur zu reden, sondern auch mir das eine oder andere zeigen zu lassen. Peter, sag mir doch mal, wie lange du schon im Sorten- und Edelmetallgeschäft zu Hause bist. Oh Gott, ich glaube seit 4 Jahren mittlerweile oder vielleicht sogar schon 5. Ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also schon eine ganze Zeit. Und wie lange bist du schon Unternehmer? Das tatsächlich schon seit 16 Jahren mittlerweile. Wow. Ja. Peter ist mein Neffe, muss man wissen. Und obwohl er 1,5 Jahre jünger ist als ich, man sieht es ja auch, ist er mein großes Vorbild, was Unternehmertum angeht. Denn 16 Jahre als Selbstständiger, das ist schon eine ganze Zeit. Was waren denn so die größten Erfahrungen und die größten Erkenntnisse, die du in den letzten 16 Jahren gewonnen hast? Ja, die, muss ich sagen, waren, dass man natürlich durch das Unternehmertum die Freiheit hat, wenn man sich die dann nimmt. Ne? Viele, die arbeiten natürlich trotzdem ohne Ende und genießen das Leben dann nicht ausreichend. Auf der anderen Seite ist natürlich dann trotzdem als Unternehmer immer, man ist eigenverantwortlich. Das heißt, die Kohle muss halt irgendwie reinkommen, du musst was tun. Ne? Und nichtsdestotrotz, glaube ich, habe ich über die ganze Zeit auch eben dank meiner Familie erkannt, dass man dann halt einen gesunden Mittelweg finden muss. Ne? Und ich denke, das kannst du auch bestätigen. Nur arbeiten, dann macht man sich irgendwann dann kaputt. Aber eben auch einfach ohne Arbeiten geht es eben auch nicht, das ist auch ganz klar. Also ich glaube, einen Ausgleich zu finden und ja, Kundenzufriedenheit, muss ich sagen, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also egal, welches Geschäftsfeld das jetzt betrifft, unsere Kunden sind hochzufrieden, tragen das natürlich auch gerne weiter. Dadurch haben wir immer fleißig Zulauf und müssen uns im Prinzip, Gott sei Dank, heutzutage keine Sorgen mehr um neue Kunden machen. Nichtsdestotrotz nehmen wir natürlich gerne immer gerade im Edelmetallbereich auch neue Kunden an. Peter hat verschiedene Firmen, hat angefangen als Makler, hat das auch jahrelang sehr, sehr gut und erfolgreich gemacht, ist dann mit PVC-Anlagen, Photovoltaik eben entsprechend auch in einen ganz neuen Markt eingestiegen. Und wenn ihr noch Dächer zur Verfügung habt, der Peter sucht ständig gute Projekte, schreibt mir da gerne, wenn ihr was habt. Und jetzt ist eben ein ganz großes Thema der Edelmetallhandel, der in den letzten Jahren extrem angestiegen ist. Vor allem der Goldpreis ist ja extrem nach oben gegangen. Und das merkt ihr auch im Geschäft. Du hattest ja erzählt, gerade während der Corona-Krise habt ihr ja ganz schön Zulauf gehabt. Ja. Also da in dem Bereich, gerade wenn es jetzt hier um das physische Metall geht, also wenn du jetzt den Kurs nicht kaufst, sondern wirklich das physische in der Hand halten möchtest, da geht es den Kunden wirklich um die Sicherheit. Also da geht es nicht um Wertsteigerungspotenzial und so weiter, sondern geht es rein um die Sicherung des Spiralgeldes. Und ja, das hat man natürlich in Corona-Zeiten extremst gemerkt, dass die Leute dort ganz viel Angst um ihre Kohle hatten am Ende des Tages. Und deswegen auch, ja, da haben wir einen sehr, sehr großen Zulauf an Kunden gehabt. Und natürlich auch die Bestandskunden haben dann nochmal nachgelegt. Und da war es dann teilweise auch wirklich so, dass die Anonymitätsgrenze von den 2000 Euro keine Rolle mehr spielte. Die haben dann ihren Ausweis gezückt und haben gesagt, ist mir egal, ob ich jetzt anonym bin oder nicht, ich will einfach nur die Sicherheit. Und darum geht es hier bei dem Edelmetall. Sicherheit, mehr ist es nicht. Spannender Punkt, ja. Und Gold ist ja auch ein großes Thema bei mir in der Ausbildung. Seit über 3 Jahren propagiere ich ja schon das gelbe Edelmetall und sage auch, egal ob ich es jetzt über ein ETC oder eben auch physisch habe, ist es was sehr, sehr Angenehmes, auch weil die Erträge da einfach stimmen. Das haben die letzten Kursbewegungen ja auch gezeigt und diese Nachfrage ist einfach nach wie vor extrem stark. Peter hat schon über 1000 Transaktionen in diesem Bereich abgeschlossen und du sagst ja auch, es wird momentan eher mehr als weniger. Ja, also es wird auf jeden Fall mehr. Ich glaube, 1000 reicht auch bei weitem nicht. Ich habe das, glaube ich, vorhin falsch geschätzt. Okay. Aber ich denke mal, es sind eher so 1000 im Jahr mindestens. Also, naja, gerade jetzt mit der neuen Grenze sind es ja dann eben auch eher kleinteilige Transaktionen als jetzt letztes Jahr noch. Und ja, so über 1000 Transaktionen tatsächlich im Jahr, die wir mittlerweile machen und sind immer noch, ich sag mal, ein kleiner Händler damit, aber in der Region hier ist schon eine große Nummer, sag ich mal. Also
die Leute, die haben halt auch wenig Möglichkeiten, hier in diesem Bereich tätig zu werden. Das haben wir damals ja noch nicht mal so vorhergesehen, aber hat sich dann ganz gut entwickelt hier auch. Ja. Genau, wir sind ja gerade in der schönen Hansestadt Stralsund, der Heimatstadt von Peter. Und hier ist natürlich die Firma von Peter auch Nummer 1, was Goldhandel angeht, aber auch überregional tätig. Und immer wenn ich im Urlaub bin, schaue ich natürlich auch gerne vorbei, natürlich um meinen geschätzten Neffen zu treffen und ein paar schöne Stunden zu verbringen mit der Family, aber eben auch mit dem Sortengeschäft das ein oder andere Eurönchen, also ein Stück weit eben da auch abzusichern. Du hattest gesagt, es war gerade in der Corona-Zeit bei euch eine sehr große Nachfrage und ihr wart einer der wenigen Händler, die es ja auch noch geschafft haben, das Gold wirklich zu liefern. Genau, also die großen Online-Shops, die hatten dann schon teilweise nichts mehr verfügbar. Wir hatten das große Glück, dass wir auf ganz große Bestellungen vorher getätigt hatten, weil wir irgendwie schon sowas geahnt hatten am Anfang, dass das so eine Art Lockdown geben wird oder beziehungsweise die Leute einfach hohe Angst entwickeln. Und ja, da haben wir natürlich dann auch relativ günstig eingekauft am Anfang der Corona-Zeit und konnten das dann natürlich auch sehr gewinnbringend dann in der Corona-Zeit verkaufen. Also das war für uns in dem Business, also beziehungsweise in dem Geschäftsfeld, war das durch Corona tatsächlich ein Mehrwert. Andere Geschäftsfelder haben natürlich dann dahingehend wieder ein bisschen gelitten, aber so gleicht sich das dann aus. Das ist eben auch so ein Punkt, wie du schon sagtest, Unternehmer und so seit 16 Jahren einfach auch so ein bisschen breiter sich aufgestellt in der ganzen Zeit dann auch. Ist ja auch im Portfolio-Management immer ein großer Punkt, diese Diversifikation, nicht alle Eier in einen Korb legen. Und ich glaube, das hat der Peter in den letzten 16 Jahren auch sehr schön beherrscht, wo er eben verschiedene Businesses aufgebaut hat. Und was mir eben besonders gut gefällt, ist auch an der Art und Weise, wie du Geschäft machst, es ist halt der ehrbare Kaufmann, hanseatisch, traditionell. Man sieht das ja auch hier im Besprechungsraum und wir laufen auch gleich nochmal durch dein Büro. Und das ist auch was anderes als jetzt vielleicht die Welt in Frankfurt, wo es dann doch vielleicht schnell mal um den Euro geht. Wer mich kennt, der weiß ja auch, dass bei mir sehr viel angeboten wird und ich dann auch keiner bin, der das Geld nimmt und dann weg ist, sondern im Gegenteil eher nochmal mehr liefert und leistet, auch was Beratung angeht, als man es vielleicht erwartet. Und so ist es bei dir, glaube ich, auch, was du mir auch vorhin erzählt. Genau, also Beratung, selbst im Edelmetallbereich, ist bei uns eben auch ein Thema. Die Kunden, die wissen eigentlich schon, dass sie sowas kaufen wollen, ja? Aber in der Regel wissen die gar nicht so recht, welche Stückelungen. Ja, und dann sind die echt immer froh, wenn wir denen quasi den Ratschlag geben, mach mal diese Stückelung, mach mal jenes. Und gerade eben auch, man hat ja nur teilweise auch Familiensitzen, dann geht es eben nicht mehr nur um 2.000. Das ist immer, wenn jetzt hier ein Ehepaar mit zwei erwachsenen Kindern kommt, dann können die eben dann auch zusammen 8.000 machen. Und da muss man schon ein bisschen gucken, wie man das dann auch mit der Stückelung hinbekommt. Und dann sind die Leute immer dann froh, dass sie den Ansprechpartner vor Ort haben. Absolut. Und da hat es mir auch gezeigt, es gibt ja nicht nur ein Goldunze quasi, sondern es gibt ja auch sehr schöne Münzen, es gibt im Silberbereich sehr viel. Und das zeichnet euch ja auch aus, dass ihr da wirklich ein gutes Angebot habt und hier auch mit den Leuten wirklich sprecht und auch die Geschäfte dann wirklich vertrauensvoll und nachhaltig läuft. Genau. Dann laufen wir mal durchs Büro, würde ich sagen. Du zeigst mir mal auch eure Webseite an. Genau. Der neue Online-Shop, der hoffentlich in der nächsten Woche auch wirklich live geht. Perfekt. Und damit sind wir dann eben auch online erreichbar, das heißt, die Kunden können dann auch direkt in unserem Shop online bestellen, müssen nicht mehr unbedingt, können natürlich nach wie vor gerne vor Ort kommen und dann kriegen sie das Metall eben dann auch direkt nach Hause. Das ist ja eine feine Sache, also wenn ich im Urlaub bin, kann ich quasi vorbeikommen und es mir einfach hier abholen und ich auch als Berater nutzen. Genau. Oder wenn ich dann eben mir das nach Hause schicken lassen will, geht das dann auch. Genau. Perfekt. Du hast natürlich dann in dem Fall die Anonymität nicht, das klar. Ist klar, aber du kannst halt eben auch mehr als 2.000 bestellen. Das ist natürlich der Vorteil dabei. Ganz feine Sache. Und man muss natürlich auch sagen, wenn es gerade so um die Anonymität geht, bei unseren, ich sag mal, kleinen Unternehmen im Vergleich zu den großen Shops, ist der Kunde immer noch anonymer, als jetzt, wenn er halt irgendwo bei den großen Shops bestellt. Das muss man auch ganz klar sagen. Absolut. Und an der Autobahn haben wir auch gesehen, die Reisewelle in die Ostsee oder an die Ostseeregion ist groß und ich glaube auch, dass viele von meinen Zuschauern gerne mal hier an der Ostsee sind. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Peter hier auf jeden Fall in Stralsund mal treffen. Der nimmt sich gerne Zeit für euch. Wir zeigen dir gleich jetzt nochmal die Webseite von Peter, die wirklich unglaublich schön ist. Und alleine deswegen lohnt sich das, das auch mal ins Bild mit reinzunehmen. Ich werde sie natürlich auch unter dem Video verlinken, wenn du Lust hast. Und Peter, vielleicht noch so abschließende Worte. Was sind so die wichtigsten Dinge, sage ich mal, in den letzten 16 Jahren als Unternehmer, als Goldhändler, wo du sagst, Mensch, das willst du jetzt unbedingt noch mit der Community teilen? Ja, also was das Wichtigste ist, gerade weil ja alle Geschäftsfelder irgendwo mit Finanzen zu tun haben und wir natürlich auch schon ganz, ganz viel über die Jahre geprüft und auch aussortiert haben tatsächlich. Es ist tatsächlich unterm Strich festzuhalten, Sachwert schlägt
Geld wert. Das ist einfach der springende Punkt. Und deswegen haben wir in der einen Firma eben auch tatsächlich als Untertitel Investments zum Anfassen. Und da spielt Gold eben eine große Rolle. Und deswegen ist es immer besser, wenn man was in der Hand hat, als wenn das irgendwo, ja, ich sag mal, so ein geschlossener Flugzeugfonds oder so. Das hatten wir natürlich auch alles schon mal im Portfolio. Aber auch die fliegen jetzt aktuell nicht so viel. Also, und bei Edelmetall hat man halt wirklich immer was in der Hand. Und da kann man relativ sicher sein, dass es auch in 20 Jahren noch so ist. Und das wissen die Kunden halt zu schätzen, die Sicherheit. Absolut. Sachwert schlägt Finanzwert, sagt mein Neffe Peter Stagge. Wenn ihr Lust habt, schaut euch die Webseite mal an. Unter dem Video werde ich es verlinken. Besucht den Peter mal in Stralsund, so wie ich es dieses Jahr schon dreimal getan habe. Und ja, es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, ihr kennt das Spiel. Und bis bald.